Lieber Rüdiger Lenz, vielen Dank für deinen Artikel Widerstand gegen die Staatsgewalt. Du rufst darin zur Diskussion auf. Wie können wir wirklich etwas bewegen? Die Frage ergibt sich aus der Beobachtung, dass sich Demonstrationen als eher wenig wirkungsvoll zeigen, beziehungsweise dass wir durch Demonstrationen die eigentlichen Veränderungskräfte neutralisieren. Kurz gesagt, weil der Demo-Widerstand im System eingepreist ist. Aus meiner Sicht triffst du den Nagel auf den Kopf. Und wir alle stehen vor der Frage, wie dann? Ein Widerständler ist ein unbewaffneter Partisan, der die Fäulnis des Systems in Lebendigkeit wandeln will. Er will nicht demonstrieren, er will tätig werden und sein Ziel erreichen, schreibst du. In diesem Sinn will ich hier meine 3 Cent in den Ring werfen. Ganz profan, ganz praktisch. Alle 3 folgen dem Prinzip des Boykotts, das ich hier gern in Erinnerung rufen will. Er ist wirksamer als der Streik oder gar die Demo, da der durch den Boykott Ausgeschlossene auf sich zurückgeworfen wird und so die Möglichkeit zur Selbstreflexion gewinnt. 1. Cent. Wir leben in Deutschland in einer historisch einzigartigen Situation. Artikel 146 Grundgesetz gibt uns die Option, das Grundgesetz in freier Abstimmung durch eine Verfassung zu ersetzen. Einige Menschen, zu denen ich übrigens nicht gehöre, haben die lästige Fleißarbeit geleistet, folgenden sehr geistreichen Vorschlag auszuarbeiten und völlig wasserdicht, also so unhackable wie heutzutage nur denkbar, zur Abstimmung ins Internet zu stellen. Siehe www.unsere-verfassung.com. Erstens, ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Zweitens, ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Drittens, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Es kann nur für alle 3 Fragen gleichzeitig mit Ja oder Nein gestimmt werden. Als Zusatzfrage über Häkchen zu aktivieren, gibt es die Möglichkeit, den Willen zu bekunden, dass im gleichen Zug eine verfassungsklärende Versammlung einberufen werde. Diese wird bei entsprechender Mehrheit unmittelbar mit der Erhebung des Grundgesetzes zur Verfassung zusammengerufen. Das Elegante an dieser Lösung ist, dass wir nicht durch ein juristisches Vakuum gehen müssen. Also vor allem das, was unser Grundgesetz so besonders macht, nämlich die Abwehr- und Persönlichkeitsrechte des Individuums gegenüber dem Staat erhalten bzw. sie wieder in ihre volle Kraft einsetzen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben diese Abwehr- und Persönlichkeitsrechte gegenüber dem Staat ganz bewusst an den Anfang des Grundgesetzes gestellt und das Grundgesetz aus dieser Urzelle entwickelt. Die ganze Misere, in der wir stecken, könnte man also als ein Unterlaufen dieses Urimpulses beschreiben. Gleichzeitig etablieren wir die Möglichkeit, dass Demokratie wirklich Wirklichkeit wird. Volksabstimmung in allen wesentlichen politischen Fragen. Und sollten wir die Chance verpassen, bei der Gelegenheit durch die verfassungsklärende Versammlung den Inhalt unseres noch Grundgesetzes, unserer dann Verfassung, von Altlast zu befreien, bleibt uns das erhalten, da wir immer über Volksentscheide an einer Verbesserung arbeiten können. Somit wäre die BRD wieder ein lebendiger Staat, erneuert an den eigenen Idealen und von echter historischer Bedeutung. Ja klar, kann man jetzt in Einzelheiten anderer Meinung sein und mit individuellen Eigenheiten unzufrieden. Wenn man aber dabei sein will und Weltgeschichte schreiben, kann man ganz einfach auf www.unsere-verfassung.com gehen, dort die Ausführung der Details studieren und abstimmen. Völlig legal, völlig anonym.
Und hinterher darf man ruhig feiern gehen. Denn damit ist echt was geleistet und man kann sicher sein, dass man unwiderruflich seinen Platz in der Geschichte eingenommen hat. 2. Cent. Wer für Demokratie ist, muss meiner Meinung nach auch sagen, wo ihre Grenzen sind. Das Abstimmungsprinzip macht nur für bestimmte Fragen Sinn. Unmittelbar klar wird uns das, wo es zum Beispiel um künstlerische oder wissenschaftliche Arbeit geht. Kein Kreativer kann sich auf die Sicherheit einer Mehrheitsmeinung berufen. Er muss schon selbst gerade stehen für das, was er tut. Kein Wissenschaftler kann erklären, er habe die Mehrheit auf seiner Seite und darum auch die Wahrheit. Das klingt jetzt vielleicht trivial. So trivial ist es aber nicht. Denn die Frage, ob wir klar die Grenze bestimmen können, wo Demokratie ihr Ende hat, hat unmittelbare Wirkung darauf, ob sie da, wo wir sie einsetzen, fruchtbar wirkt. Sie hat zum Beispiel auch in ökonomischen Fragen nichts zu suchen. Wirtschaften können wir nur im Konsens, also in einvernehmlichem Handeln. Dann kommen Verträge zustande, die Tragkraft haben. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass es kein Machtgefälle gibt. Also in erster Linie die Abstimmung über ökonomische Maximalarbeitszeit zu einer demokratischen Frage machen. Denn es heißt den Menschen, der Mitarbeiter ist, von vornherein unter den Schutz demokratischer Gemeinschaft zu stellen. Das ist durchaus eine Frage, die wir mehrheitlich entscheiden sollten, eben um Machtgefälle auszuschließen. Und warum sollten wir uns als demokratische Gemeinschaft nicht gegenseitig zugestehen, dass ökonomische Arbeit nur ein Teilaspekt unseres Lebens ist, den wir nach gemeinsamen Ermessen in sinnvolle Schranken weisen können? Allemal, da wir in einer Zeit leben, in der wir einen immensen Anteil daran an technische Lösungen delegiert haben. Analog der Lebensarbeitszeit zu denken, die wir ja auch begrenzen. An dieser Stelle übrigens am Rande bemerkt: Ich denke nicht, dass die Erde das Paradies ist und wir die Früchte nur vom Baum pflücken müssen. Deswegen bin ich nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern dafür, dass jeder zur Grundsicherung des Lebens, die eben nur durch das Vorhandensein realer Produkte zustande kommt, beiträgt. Aber natürlich nur in dem Maße, in dem es um die Grundsicherung geht. Darüber hinaus soll jeder mit seiner Lebenszeit machen, was er will. Und 3. Cent. Interessant finde ich die Frage, welches sind die grundlegenden Stellschrauben, mit denen wir unser Zusammenleben verbessern können? Also ich meine, wie erreichen wir mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel? Eine dieser Stellschrauben ist meiner Meinung nach die Frage der Geldschöpfung und die, worauf wir Geld eigentlich sinnvoll anwenden können. Die Fiat-Geldschöpfung zusammen mit dem Zins ist wie das Spiel Die Reise nach Jerusalem. Da es immer einen Stuhl weniger als Mitspieler gibt, muss es einen Sieger geben. Am Ende sind alle verfügbaren Sitzgelegenheiten bei einer Person akkumuliert. Und da wir es ausschließlich mit zinsbelasteten Fiat-Währungen zu tun haben, trägt jede Nutzung von Geld zu dieser Akkumulationsdynamik bei. Glücklich genug haben inzwischen eine ganze Menge Menschen dieses Problem erkannt und Alternativen erarbeitet. Zugang zu diesen kann man zum Beispiel über www.momo-bewegung.de finden. Wie könnte man sagen, eine Friedensbewegung 2.0 mit Momo als Leitfigur ist. Jeder kann selbst für sich rausfinden, ob er nun G1, Gradido, Helfer oder noch einen anderen Ansatz, den besseren, findet. Auf jeden Fall ist es möglich, jetzt in eines oder mehrere der Netzwerke einzusteigen. Das heißt ganz einfach, das System der Fiat-Währungen, ob es nun auf Euro, Dollar oder Yen lautet, zu boykottieren. Und damit letzten Endes nicht nur ganz effektiv gegen das digitale Zentralbankgeld zu arbeiten, sondern für eine bessere Lösung. Außerdem ist diese Vernetzung ein eleganter Weg, die Not durch den kommenden Zusammenbruch des alten Fiat-Währungssystems zu minimieren. Unsere ökonomischen Aktivitäten können ungehindert weiterlaufen, da ein neues Tauschmittel bereits eingeführt ist, bevor das alte in sich zusammenbricht. Zugang zu detaillierten Informationen, wie der Hund im Fiat-Geldsystem genau begraben liegt,
findet man im Übrigen auch über die Momo-Bewegung. Lieber Rüdiger Lenz, gespannt auf hoffentlich viele Stimmen in einer lebendigen Diskussion hin zu echtem, ergebnisorientierten Widerstand, wie du es so schön formuliert hast, danke ich dir herzlich für den Anstoß dazu. Herzliche Grüße, Patrick Vogt.